Eigentlich hat Marcel Hirscher in seiner sportlichen Laufbahn fast alles erreicht, sollte man glauben. Dem ist aber anscheinend wohl nicht so, schwang er sich nämlich kurzerhand auf ein MotoGP-Bike. Wie immer bei ihm, natürlich bestens vorbereitet. Und dann war mir klar, dass es jetzt viel Neues auf ihm zukommt. Und wir haben also die Möglichkeit gehabt, mit einer 1290er Super Duke ihn einmal ein bisschen am Asphalt zu konfrontieren oder mit dem Asphalt zu konfrontieren und gleich ein bisschen die Brücke gelegt, welche Bewegung am Motorrad dann wichtig sind, wenn er dann Moto2 und MotoGP fährt. Und da hat er so ein bisschen den Sinn nicht drinnen verstanden, weil das Motorrad, diese 1290er Super Duke, eigentlich nicht die Bewegungsabläufe verlangt, die wir ihm gerne empfohlen hätten. Und dann hat sich die Möglichkeit gegeben, dass das Moto2-Motorrad relativ früh angeliefert worden ist und auch relativ schnell startklar gemacht worden ist. Und dann haben wir die Chance gekriegt, sehr, sehr früh auf diese Moto2 zu steigen. Und er hat einfach mal ein paar Runden probiert, tut den Helm runter und hat so ein leichtes Grinsen, so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Und habe gesagt, na super, jetzt sind wir dort, wo wir hin müssen. Neben jede Menge Respekt gab es auch ein hohes Maß an Dankbarkeit für das einzigartige Rollout. Ich glaube, ich bin einer der ganz, ganz wenigen, nicht nur Österreicher, sondern Menschen generell auf dem ganzen Planeten, die die Ehre haben, dass sie auch so Motorrad fahren dürfen, obwohl sie ja eigentlich nichts kennen. Und also zumindest Motorrad fahren. Zurück zur Herangehensweise. Und dann hat er mich unglaublich beeindruckt, weil man weiß, wie ehrgeizig der Kerl ist, man weiß, was er für Ziele hat und wie energisch er die erreichen will. Aber wie konsequent er einen Schritt nach dem anderen gegangen ist, diese Abläufe zu verinnerlichen, diese Beweglichkeit am Motorrad umzusetzen. Also ich bin unglaublich beeindruckt von seiner Herangehensweise und von dem, wie er es dann durchzieht. Und habe mir dann aber gedacht, wie er auf der MotoGP gesessen ist, startbereit zum Wegfahren, habe ich gedacht, wenn er jetzt einen Rückzieher macht, könnte ich es verstehen. Ähnlich positiv die Response des Teammanagers von KTM. Ja, ich muss sagen, der Marcel stellt sich wirklich gut an für das, dass er wirklich keine Straßenerfahrung hat. Er fährt sehr viel Motocross und Enduro und hat jetzt erst auf der Straße so angefangen und hat das wirklich ganz klasse gemacht, wie er an die Sache herangeht. Also macht sich selber keinen Stress, keinen Druck. Und horcht zu, was man da machen kann, nicht machen kann. Und wir versuchen natürlich, dass wir das auch ohne irgendeinen Druck mit ihm machen. Und er hat riesen Spaß dran. Etwas distanzierter zum Thema die Meinung von Vater Ferdl. Nein, ich glaube ja nicht. Natürlich sind sicher eine Sachen, wenn man sowas machen darf, für einen Leistungssportler eine extreme Anerkennung und eine Ehre. Aber ich glaube nicht, dass er der Marcel nach seiner Karriere den Motorsport verschreibt. Wohl wissend, dass er schon regelmäßig Motocross fahren geht. Aber ich glaube, Rennfahrer wird er keiner. Obwohl das er nicht schlecht fährt. On top das Resümee nach dem Rollout. Was gibt es denn Schöneres, wenn ich etwas, was ich unendlich liebe, an anderen helfen kann, das auch zu entdecken und er dann halt sagt, boah, das ist aber klasse.